Der 4:1-0-Sieg für die Austria in Folge, der 9:1-0-Sieg in der Meisterschaft heuer. Insgesamt ist die Austria bereits Meister der Effizienz? Kann man schon so sagen. Also, ach, wie viel 9x1:0 ist, ist bemerkenswert. Kompliment an die ganze Mannschaft für die Abwehrleistung. Kompliment an die Abwehrleistung, aber auch heute ein Meister unter Anführungszeichen des Glücks, denn der 1:0-Siegestreffer, klare Abseitsstellung. Wie gehen Sie auch als Trainer der siegreichen Mannschaft mit so einer Entscheidung um? Ja, ich habe es jetzt gesehen, die Bilder. Im Spiel war es ja für mich überhaupt nicht zu erkennen, aber da brauchen wir nicht diskutieren. Eine schwere Fehlentscheidung, die eigentlich so nicht passieren dürfte. So nicht passieren dürfte. Es war auch auffallend, dass eigentlich Sturm doch viel mehr fürs Spiel gemacht hat, weil sie gewinnen mussten. Haben Sie das auch so erwartet vor dem Spiel? Ich habe schon erwartet, aber ich habe auch erwartet, dass meine Mannschaft besser dagegenhalten kann. Und das war nicht ganz so. Wir haben mit dem Druck auch nicht wirklich umgehen können. Schon der Beginn hat mir nicht gefallen. Also da waren wir einfach zu reserviert und zu verhalten. Und eigentlich sind wir nie richtig frei geworden, nur dann, wie wir die Konterchancen gehabt haben. Da waren einige gute Möglichkeiten dabei, aber sonst war es, wie Sie richtig sagten, ein Rückzugsgefecht. 8 Punkte Vorsprung nun vor den letzten 7 Runden auf Sturm Graz. Ist dieser Vorsprung noch zu nehmen? Ja, wenn man sieht, wie knapp die Ergebnisse bei uns sind, dann muss man auch befürchten, dass es mal in die andere Richtung geht, weil die Ergebnisse sind sehr knapp und ein 1:0 für einen Gegner ist jederzeit möglich. Daher wiegen wir uns überhaupt nicht in Sicherheit, sondern versuchen wirklich jedes Spiel bestmöglichst anzugehen. Und wir wissen ja, wie schwer wir uns im Herbst gegen Kapfenberg und Kärnten getan haben. Das sind die beiden nächsten Spiele. Also da müssen wir schon sehr aufpassen, dass uns das nicht noch einmal passiert. Danke sehr.